Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Verwendung von Lernplattformen. Sie werden erfahren, was eine Lernplattform ist, welche Einsatzmöglichkeiten es für Sie gibt, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit einer Lernplattform gewährleistet werden kann und deren Administration aussehen kann. Eine Lernplattform ist eine Software, um webunterstütztes Lernen zu organisieren und zu betreuen. Die Lernplattform wird auf einem Server installiert und beispielsweise über einen Webbrowser aufgerufen. Für Lernplattformen wird häufig auch die Abkürzung LMS verwendet. Diese steht für Learning Management System. Um den Organisationsaufwand für Schulen möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, bereits bestehende Plattformen zu verwenden. In Österreich werden häufig die Lernplattformen Moodle oder LMS.at eingesetzt. Zu den Einsatzmöglichkeiten von Lernplattformen zählen: Bereitstellung von Inhalten wie Arbeitsunterlagen, das Verlinken von Webseiten, Videos etc. Als Kommunikationswerkzeug: Eine Lernplattform kann den Informationsfluss in der Schule regeln. Der Austausch unter Kolleginnen und Kollegen oder mit den Lernenden kann asynchron über ein Forum oder synchron über einen Chat laufen. Für Aufgabenerstellung mit speziellen Tools. Dabei gelten für Arbeitsaufträge, die online zu erledigen sind, dieselben Regeln wie für konventionelle Hausübungen. Zur Evaluation: Über Lernplattformen lassen sich auch unkompliziert Feedbacks einholen. Sie ersparen sich das Ausdrucken von Bewertungsbögen und die Auswertung der Daten, da diese Aufgaben automatisiert erledigt werden. Um einen verantwortungsvollen Umgang mit einer Lernplattform zu gewährleisten, müssen alle Benutzerinnen und Benutzer über ein persönliches Passwort verfügen. Die Weitergabe des Passwortes als auch dessen Verwendung für mehrere User ist nicht gestattet. Lernende sollten ihre Profile nicht mit persönlichen Daten wie beispielsweise der Telefonnummer für alle sichtbar befüllen. Im Rahmen der Online-Kommunikation auf Lernplattformen, zum Beispiel in Foren, bietet es sich an, Kommunikationsregeln mit den Lernenden zusammen zu erarbeiten. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist sicherzustellen, dass die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht auf einem ausländischen Server landen. Daher empfiehlt es sich, mit bestehenden Plattformen, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung betrieben werden, zu arbeiten. Diese Plattformen werden in einem Rechenzentrum der österreichischen Bundesverwaltung gehostet. Falls Lernplattformen zur Präsentation von Inhalten verwendet werden, müssen folgende Punkte hinsichtlich des Urheberrechts beachtet werden. Erstens: Quellenvermerk bei allen Inhalten. Zweitens: Inhalte aus Schulbüchern dürfen nicht verwendet werden. Drittens: Andere Inhalte dürfen über eine passwortgeschützte Lernplattform für einzelne Lerngruppen über einen klar definierten Zeitraum angeboten werden. Ansonsten werden alle urheberrechtlichen Bestimmungen wirksam, die auch für die Veröffentlichung von Werken gelten. Die Administratorin oder der Administrator einer Lernplattform hat die Möglichkeit, alle Kurse einzusehen. Jede Nutzergruppe, wie zum Beispiel die der TrainerInnen oder SchülerInnen, kann definierte Inhalte sehen oder sie verändern. SchülerInnen bekommen so zum Beispiel bei der Lernplattform Moodle nur jene Inhalte angezeigt, die bei Bearbeiten über Anzeigen geregelt werden. Weiters können auch Benutzerrechte und die für die jeweilige Tätigkeit erforderlichen Zugriffsrechte vergeben werden. Falls für das Anlegen von BenutzerInnen und Benutzern Daten aus dem Schulverwaltungssystem verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass diese personenbezogenen Daten ohne ausdrückliche Erlaubnis der Betroffenen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie wissen nun, was eine Lernplattform ist und wie Sie diese in der Schule einsetzen können.
Außerdem haben Sie gehört, wie Sie damit verantwortungsvoll umgehen und was bei der Administration von Lernplattformen beachtet werden muss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.